Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Wollt ihr mehr über dieses Messer wissen? Dann bleibt dran. Grüezi und Servus bei Vladknife Schweiz. Heute haben wir etwas Tolles für euch. Wir präsentieren stolz den D-Bad Gator Tail von Donny B. All Day. Der D-Bad Gator Tail wurde designt vom bekannten YouTuber und Messerdesigner Donny B. All Day aus den USA. Das ist ein richtig cooles Messer. Dieses Messer ist angelehnt an das Messer vom Crocodile Dundee, vom Paul Hogan, vom berühmten Film aus Australien. Von Hand hergestellt zu 100%. In diesem Messer ist echter Schweiß dabei. Blutschweiß vom Schmied. Hergestellt vom Kukri Haus in Nepal am Fuße des Himalayas in Kathmandu. Schauen wir uns mal die Parameter dieses Messers an. Wir haben hier eine Gesamtlänge von über 40 cm, eine stattliche Klinge von 28 cm, eine Klingenstärke von rund 7 mm, durchgehend Full Tang. Hier wird ein 5160er Kohlenstoffstahl benutzt mit 55 bis 57 Rockwell. Das Gewicht hier ist bei 700 Gramm. Das ist zwar ordentlich, aber richtig für einen guten Chopper oder Hackmesser, wo man wirklich ein bisschen rein in die Vollen gehen kann. Um mit so einem Messer auch gut hacken zu können, braucht es einen guten Griff. Den haben wir hier. Wir haben hier einen schwarzen Mikata-Griff, ergonomisch designt, wo perfekt in der Hand sitzt. Sehr angenehm, wird hier auch durch einen Fingerschutz. Ist es bequem, man kann mit dem Finger hier nicht in die Klinge gleiten, wenn man ein bisschen arbeitet damit. Drei Nieten plus ein Lineatloch, falls man es möchte. Hier zeigen wir ein bisschen den Griff noch. Ihr könnt es ein bisschen ansehen, wie er verarbeitet ist. Sehr fein, sehr schön. Alles von Hand gemacht, also da ist keine Maschine dran gewesen. Die Klinge ist halb poliert, auch von Hand poliert. Sehr, sehr schön. Was gibt es denn zu diesem schönen Messer noch dazu? Ihr bekommt dazu eine wunderbare, wunderschöne schwarze Lederscheide. Auch natürlich handgemacht. Wir haben hier eine Lasche. Hier ist noch eine Lasche, um es zuzumachen. Eine Lasche, damit die Klinge hält. Wir haben hier ein wunderschönes Leder. Das riecht man auch. Ist wirklich handgemacht. Wunderschöne Nieten. Hier sieht man es noch besser. Hier haben wir eine Lasche für die Hose, ist auch sehr schön, und das Ganze in Schwarz. Wollt ihr weiter solche Messer sehen von Donny B. All Day, vom Kukri House, aber auch von Work Tough Gear? Dann gebt uns doch ein Abo, da würden wir uns wirklich sehr freuen und uns bedanken dafür. Einfach unten schnell abonnieren, die Glocke drücken und dann bekommt ihr im Schnitt alle 2 bis 5 Tage ein Video. Das würde uns sehr freuen und gebt uns doch einen Kommentar zu diesem Messer. Was haltet ihr von Donny B. All Day Messer? Was haltet ihr von solchen handgemachten Messern? Kennt ihr überhaupt Kukri House? Schreibt es doch uns in die Kommentare. Wir lesen sie durch und geben auch immer Antwort. Wir freuen uns, mit euch kommunizieren zu dürfen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Messer.